Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio in meiner Warptorio-Serie, wo wir weiter forschen müssen. Wir machen das am besten, indem wir hier mal Strom anschließen und das verbinden. Und dann müssen wir noch sicherstellen, dass hier genügend Kohle drin haben. Und dann muss ja irgendwo wahrscheinlich auch noch das Erz in der Gegend sein. Ja, da drüben Eisen, Kohle, Kupfer wahrscheinlich auch irgendwo. Wenn wir es denn finden, ah, da oben. Hier ein Turm, da ein Turm. Und diese Welt sieht ziemlich sandig aus. Sprich, wahrscheinlich breitet sich da die Umweltverschmutzung gut aus. Hier auf der Seite sieht es so aus, als hätten wir etwas Wald, was dem Ganzen entgegenwirken kann. Aber da ist die Frage immer, wie sehr. Drum laufen wir mal hier durch die Gegend, um zu schauen, gibt es da allenfalls irgendwelche Alien-Nester, die wir präventiv aus dem Weg räumen können. Viel Wald hier unten, das gefällt mir. Was versteckt, tut es nicht. Hier sind wir wieder im sandigen Bereich, ohne Bäume. Bisher machen sich noch keine Nester sichtbar. Da wieder eine Baumgruppe, da hinten ein winziges Nest. Da muss ich nicht mal einen Turm aufstellen. Schaffe ich auch so. Schöne Felder hier. Leider nützen uns die alle nichts, weil wir nur 40 Minuten auf diesem Planeten verweilen können. Öl. Öl werden wir irgendwann auch brauchen. Die
diese Seite ist definitiv sandiger als die andere. Wir sind Beton am Forschen, denn mit Beton kommen wir zur nächsten Ausbauphase für unsere Plattform, dass wir die vergrößern können. Wenn wir sie vergrößern können, dann schaffen wir es vielleicht oben auf der Plattform eine bessere Fabrik platzieren zu können für Fläschchen, denn die roten gehen uns aus und wahrscheinlich ist genau das passiert, dass wir keine Fläschchen mehr in der Forschung haben. Drum stagniert das bei 28%. Yep. Dann wir das hier rein. Hier Eisen. Hier Eisen. Dann hole ich mir mal etwas Kohle. Förderer nachfüllen kann. Denen der Brennstoff ausgegangen ist. Und hier sind schon vollgelaufen. Hier haben wir alles Eisen aufgebraucht. Habe ich nicht aufgepasst. Gut. Und dann mache ich meine Runde fertig. Ich gehe nicht davon aus, dass sich da noch irgendwelche Nester dazwischen verbergen. Aber kann ja nicht schaden, da mal zu schauen. Und wenn sich irgendwas ergibt, sehen wir uns wieder. Mit der Betonforschung abgeschlossen, eröffnen sich uns neue Möglichkeiten hier bei der Plattformvergrößerung. Und wir können auch hier den Heizraum, das ist die unterste Ebene, vergrößern. Ich denke, das macht irgendwo auch Sinn, denn da wollen wir ja bald mal unsere Energieversorgung unterbringen und wir können da dann auch Wasser reinbringen, direkt auf dem untersten, auf der untersten Ebene, müssen das nicht von oben runter pumpen. Und dann sind wir im Wesentlichen autonom. Aber wir müssen immer noch schauen, dass uns die Flächen nicht ausgehen. Die einzigen Aliens, die kommen, kommen hier von Norden. Und sie kommen nicht in allzu großen Horden. Das heißt, wir werden ihnen immer noch Herr. Aber unsere Zeit hier auf diesem Planeten neigt sich dem Ende. Was bedeutet, wir sammeln unsere Miner ein und unsere Öfen, bevor wir dann weiterziehen oder weitergezogen werden.
hier nochmal auffüllen. Dann warten wir hier, bis wir entweder knapp mit der Zeit sind oder uns der Dampf ausgeht. Wir haben ja noch etwas Akku, um weiter zu forschen, aber wir werden dann sehen, was uns auf dem nächsten Planeten erwartet und wie wir da weitermachen. Also, bis dann und tschüss!